Gosso am Morgen um 4:30. Die meisten Migros-Kunden liegen noch flauschig im Bett. Anders Monika, Chauffeuse bei Migros Ostschweiz und somit Frühaufsteherin. Die neue Ausbildung steckende Monika hat sich als frühen Aufstieg gewöhnt. Am Anfang der Lehre schon, die ersten zwei Monate, musste ich mich schon daran gewöhnen, jetzt muss ich früher aufstehen. Aber jetzt kann der Wecker schellen und also ich bin wach und kann sagen, mal, jetzt gehe ich arbeiten, weil ich freue mich auch auf Arbeiten, weil es eben Spass macht. Die Monika, die in ihrer Berufswahl zuerst in Richtung Gastronomie gegangen ist, hat schnell gemerkt, dass dort ihr etwas Wichtiges fehlt. Ja, ich war schon gerne ein bisschen unter Leuten wie jetzt hier. Aber irgendwie wollte ich etwas mehr sehen, ein bisschen mehr unterwegs sein, auch ein bisschen mit Eigenverantwortung, wo einem nicht immer reingeredet wird. Und da ist einfach als Lastwagenführer, ja, man kommt ein bisschen raus, man ist nicht in einem Raum eingeschlossen. Und das ist eigentlich das, was mir gefällt. Zurück zum Morgen in Gosso. Es liegt der heiß geliebte Duft von frischem Brot und Gebäck in der Nase. Die Monika muss für ihre Tour noch die frischen Backwaren und Fleisch laden. Schweres Lüpfen gibt es bei Monika nicht. Die Migros ist einerseits professionell ausgerüstet und sonst gibt es noch hilfsbereite Männer. Nein, also ich hatte von Anfang an nie Mühe, keine Rückenschmerzen, nichts, also überhaupt nicht. Und wenn es jetzt wirklich so schwere Sachen hat wie Erde zum Beispiel, dann gibt es schon auch eben in den Läden, wo der Magaziner sagt, ja, schau, ich nehme es jetzt. Also sie nehmen schon, legen schon auch mit Hand an. Allgemein, Männer machen beim Arbeitsumfeld von Monika ca. 90% aus. Ein Vorteil für sie. Ja, also die Läden haben schon alle mit grossen Augen geschaut und gesagt, wow, eine junge Frau und so. Und da ist halt, am Anfang war es für mich komisch gewesen, aber jetzt, die haben mich eben, sind wirklich alles super tolle Leute, wirklich freundlich und hilfsbereit, wenn irgendetwas ist. Also ich habe mich schnell eingelebt in das, also wirklich. Alles ist beladen und es kann losgehen. Ab auf die Autobahn in Richtung Winterthur. Dort wartet man auf sein frisches Brot. Mittlerweile ist es draussen auch hell geworden. Freie Fahrt und Regen begleiten die 22-Jährige, die einerseits gerne auf der Strasse und andererseits noch lieber in grossen Fahrzeugen unterwegs ist. Sie genießt Aussicht und behaltet stets den Überblick. Schwieriger hingegen ist das, wenn man ihre Familiengröße anschaut. Die ist riesig und wichtig. Also eine Familie bedeutet mir schon viel, aber eben, wie gesagt, ich habe nur so gross, ich sehe gar nicht alle. Wirklich nicht. Vielleicht einmal die eine Schwester, die wohnt bei mir in der Nähe. Der eine Bruder ist im Thurgau, der andere ist wieder dort verteilt. Also wir sehen uns am höchsten selten und die haben schon gesagt, wow, also sind auch stolz auf mich, was ich für einen Beruf eigentlich mache. Weil sie hätten nie mit dem gerechnet früher, dass ich das jemals so mache. Auch meine Eltern nicht. Also meine Mutter hat gesagt, eben Hut ab. Filialen um Filialen hat sie ein Produkt bekommen und der Rückweg in die Verteilzentrale kann in Angriff genommen werden. Leergut und Abfall hat Gipfeli wie Weckli ersetzt. Gerade beim Abladen zeigt sich sehr gut. Die Monika genießt auch die Bewegung außerhalb der Kabine. Es ist wie ein gratis Fitnessstudio. Der Tag ist zwar straff verplant, doch dank dem frühen Start reicht es am Abend auch für andere Tätigkeiten. Das schätzt die Ostschweizerin. Eben, nach Tourenplanung sehe ich ja genau immer, wenn ich vier Abende habe. Und so kann ich wirklich sagen, mal, ich gehe jetzt joggen mit den Kollegen oder ich gehe eben ausreiten, wie ich auch noch mache. Da sehe ich genau, wann ich wann einplanen kann. Und das ist eigentlich schon super. Heute heisst es, Jogging-Schuhe anlegen und mit einer Kollegin joggen. Ich habe hier schon Sport, aber ich muss einfach sagen, wenn man hier irgendwie stundenlang nur im Lastwagen sitzt, dass ich muss einfach sagen, ich brauche die Ausdauer ein bisschen am Abend, ein bisschen, dass ich auch abschalten kann vom Ganzen, einfach in die Natur rausgehen und die Natur geniessen. Natürlich wird während dem Joggen auch der neueste Tratsch verarbeitet, mit dem Wissen, dass der nächste Tag hinter dem Steuerrad spannend wird. Und gerade darum kann Monika allen jungen Frauen die Ausbildung zur Strassentransportfachfrau wärmstens empfehlen. Eben ja, dass das nicht immer nur heisst, ja, Frauen müssen ins Büro oder eben Verkauf und so weiter, sondern dass auch die einfach können zeigen, dass wir Frauen auch einen Männerberuf können ausüben. Ende August geht es für Ladies First in die Luft und zur Victoria.